Es geht weiter bei der Soul Silver Souling Challenge in der Arena von Ebenholz City bei den Drachendudes. Ja, yeah, die Drachendudes sind am Schnitzel. Kannst du mal gucken, ob der Dratini anlaufen muss? Ich hätte jedes Mal vorchecken muss. Ja, ich, also will das, egal, ich will halt mit dem Jugo irgendwas machen. Aber irgendwie. Oh, das ist ein Dragon hier. Das ist kein Dratini. Ich muss ihn leider enttäuschen. Dragon hier ist auch in Ordnung. Oh, ich bin. Wow. Ich hab das Gehirn eines Einzellers. Nice. Das bin jetzt auch die Zeit, Gott sei Dank. Aber jetzt werde ich es wahrscheinlich nicht mehr töten können, ne? Oh Mann, wie stupid. Ja, Donnerschlag ist natürlich keine gute Idee gegen Dragon hier. Ah. Soll ich Eiseskälte mal probieren? Kann man auch mal strahlen. Eiseskälte. Ah, das reicht jetzt. Okay, das ist kein One-Hit. Alles klar. Lass ich das auch schon mal. Oh, Drachenwut. Drachenwut ist natürlich schmerzhaft. Drachenwut ist aber sagen wir mal so, auf den meisten Pokémon, die wir haben, ist es kein 3-Hit. Jo. Das ist auf einigen. Oh, jetzt tue ich mal wieder wenn anders nach vorne. Oh, das nächste ist der Arena-Leiter ran. Okay, ja? Davor muss ich nochmal zurück. Fuck. Das ist natürlich ein Lucky. Diese scheiß Schubserei hier ist aber auch echt. Das ist wieder zu viel Gedächtnisspielerei mit einem späten Abend. Also das ist jetzt schon die Arena-Leiterin oder bin ich jetzt zu früh rausgelaufen? Was? Ja, du musst halt dann da nochmal über den Dreckslavasee drüber. Okay, aber dann kommt die Dingens. Nach dem Dragonier. Ja. Okay. Weil ich hatte gerade so kurz so, Moment mal. Meint er jetzt nach dem nächsten Dude kommt die Arena-Leiterin? Oder meint er jetzt kommt die Arena-Leiterin? Ich verstehe, das steht bereits hier auch gerade nicht. Ein bisschen zu stupid anscheinend. Ja, aber dann machen wir wahrscheinlich jetzt sowieso eine kurze Pause. Trainieren nochmal hoch. Ja. Und ihr seht dann gleich, wie es vor der Arena-Leiterin weitergeht. Richtig. Ja. Okay, ich bin zu stupid. Okay, ja, wir machen jetzt hier einen Cut. Ja, das war grandios. Und dann geht's beim nächsten Mal. Oder gleich jetzt für euch sofort weiter. Ja. Mit Arena. So, kurze Pause für uns, für euch und kurzer Cut, oder, ja. Session für uns, richtig? Ah, Cut. Evolve ist uns der Einzige, der kein Item hat. Das liegt aber daran, dass wir den erst so spät ausgeswappt haben. Sehe ich gerade. Ich habe das festgestellt. Ja. Kriegt jetzt mal noch. Kann der noch kriegen? Eine Schafklaue, komm. Wenigstens ein bisschen Damage. Wenn du reinkommst, ist ja sowieso ein Gamble. Man kann eventuell mal einen Spielplan sehen, so. Ihr zwei macht den Fight so und der Rest hofft, dass er nicht rankommt. Vielleicht wird einer auch benutzt. Aber die anderen drei sind nicht in Planung. Bisschen Sorge vor dem Garados. Ich hab ein bisschen Sorge vor dem Zedarking, um ehrlich zu sein, aber. Wir werden sehen, sprach der Blume. So, ich werde in den Krampf stützen. Ich bin Sandra, der beste Drachenprofi der Welt. Der beste Profi der Welt? Alles klar. Ja, selbst ja. Von vier der Pokémon-Liga können wir nicht das Wasser rein. Das bezweifle ich. Weil ich kenne da nämlich so einen Dude. Der hat einen Dragoran. Das hast du nicht. Na, willst du immer noch gegen mich antreten? Es ist Bob. Gut, aber nicht lange fucken. Bob der Baumeister. Hier steht's alle Register. Ach, nein, wenn es bei Bob mir auch ein Typ ist, dann ist ja klar, warum ist der. Crystal! Oh, Crystal ist natürlich auch ein cooler Name. Sie leadet mit Garados. Oh, Bedrohung. Oh, Bedrohung ist nicht. Oh, leadet mit Garados und ich hab Dingens drin. Garados ist schneller als ich. Das wiederum ist sehr überraschend. Jetzt habe ich schon direkt die erste Frage. Soll ich für Eiseskälte gehen? Gamble? Ah, das war der One-Shot. Du wurdest geone-shotted? Nein, ich hab das Garados geone-shotted. Dragon, ja. Ne, ich gehe für Aurora-Strahl. Drachenwut. So, und jetzt kommt der Punkt, wo ich in der Tat schon tauschen muss. Das hat auch einen Grund. Und deswegen hat mich das gerade so überrascht, dass Nocturne langsamer war. Denn Nocturne trägt eigentlich den Ballschaden. Ja. Okay, ich mach kaum Schaden.
an dem Garados mit dem. Mit Robben. Na gut, ne, das ist ja was. Drachenpuls. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Schaden macht Drachenpuls. Bitte, okay, das ist sehr, sehr human. Damit kann ich sehr gut werden. Ah, ich hab so gehofft, dass er nicht mit Garados leadet. Entschuldigung. Crystal, why you do this? Ja, also den nächsten Plot-Twist, ja. Landron kann, Dingens. Nochmal Drachenpuls. Ja, worauf gehe ich denn da jetzt? Als ob die jetzt nicht ihren Heiltrank benutzt. Ich würde sagen. Das ist aber auch ganz gut, jetzt kann ich den. Ich habe halt leider keinen Elektro- und keinen Gesteinsangriff. Alle Hypertränke von ihr rauslaufen, ja. Ja, sowas ist immer gut. Was hat Zepli denn für eine Weakness? Elektrogestein, Eis, Geist und Licht. Oh, kann das Garados wohl Donner? Na, sehr unwahrscheinlich. Möchte ich jetzt mal sagen an der Stelle. Das kann das wahrscheinlich lernen so, aber halte ich für unwahrscheinlich. Weil ich glaube, dann swap ich auf Romella. Weil Robben macht halt nichts. Also ich kann natürlich hier mit Dingens versuchen, da was zu reißen. Na komm. Okay, Drachenwut. Habe ich natürlich kein Problem mit. So, jetzt gucken wir mal. Unheilböen. Drachenpuls. Wie viel Schaden macht Drachenpuls im Topos? Das ist jetzt die nächste Frage. Auch nicht so viel. Es hat auch die Frage. Hydro-Pumpe. Oh, Scheiße. Stop. Ei hat eine Zitrobeere drauf. Auch wichtig an der Stelle. Fuck. Das Garados hat Biss. Biss. Oh. Das Biss macht Damage. Der Biss. Das glaube ich dann so. Kein Volltreffer, meine Freunde. Kein Volltreffer. Okay, danke schön. Der Biss hat 76 Damage gemacht. Ohne Crit. Das heißt, ich überlebe auf keinen Fall noch ein. Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich swap raus. Ach, ist aufgewacht, dein Ernst? Entweder ich swap raus. Hör mir mal grad zu. Entweder ich swap. Swap raus. Auf. Die Zunge. Denke ich mal. Oder ich heale mich. Oh, warte mal, was hab ich gerade gesagt? 76 Damage hat das gemacht, ne? Mhm. Dann überlebe ich zwei Bisse. Ich hätte zwei Runden und könnte ihn finishen. Oh mein Gott. Soll ich healen oder soll ich swappen? Soll ich healen oder soll ich swappen? Ja. Ich kann nicht 100% sagen, dass ich 100% zugehört habe. Ich bin halt auch mega konzentriert gerade so auf das, was hier gerade passiert. Es ist halt mega schwierig, sich dann da noch nebenbei auf mehr oder weniger ein zweites Szenario zu konzentrieren. Ich möchte healen, glaube ich. Okay, Sedraking hat eine Zitrobeere. Oder? Warte mal, ich heale jetzt, dann kriege ich einen ab. Dann mache ich einen Angriff, dann kriege ich noch einen ab. War ich schneller oder war ich nicht schneller? Ich war schneller, ich war auf jeden Fall schneller. Oh, das war ein Volltreffer, holy shit.
Okay, ich habe das Hydra King neutralisiert. Ohne großen Struggle. Okay, erstes Heal-Item für mich. Ich hoffe, dass das kein Missplay ist. Kannst du nicht nochmal Rahmenblut machen? Nein, das ist noch ein Biss. Ich darf jetzt nicht critten. Er hat mehr Damage gemacht. Das war wohl so schön. Das waren jetzt. Ah, ne, der hat gar nicht mehr Damage gemacht. Das sind auch 76. So, ich bin auf jeden Fall schneller. Er darf mich halt jetzt nicht critten. Gut. Der Schaden von dem Ei. Da kommt ein Übertrank. Ja, dann hast du den aber auch schon mal raus. Sie scheint nur einen zu haben. Ja, das heißt aber, dass ich jetzt auf jeden Fall swappen muss. Ja, okay. Ich bin durch. Ich bin durch ohne Verluste. So, ich habe einen Heal-Item benutzt und ich bin immer noch beim Gyarados. Drachenpuls. Oh, bitte macht das nicht viel Damage. Okay, das ist sehr wenig. Lol. Drachenpuls macht erstaunlich wenig Schaden, ne? Gucken, was Stärke macht. Okay, das Gyarados ist schneller als die Zunge. Gyarados war schneller als Nokshan mit Walband. Mein Freund, der ist schneller als alles wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, Riftzeppli war schneller. Echt? Ja. So, was hat Mutter zu sagen? Oh, das läuft nicht gut gerade, das läuft nicht gut. Wie gesagt, also im Zweifel, wenn du Sacrifices machen musst, dann kannst du die machen, wie du lustig bist. So, im Endeffekt durch bin, die Zunge, ne? Hat jetzt noch 48 Leben, das heißt, überlebt eine Drachenwut, ja? Mhm. Und ich meine, ich glaube, ich bin schneller als das Dragonier. Ich hoffe, dass der Eisstrahl One-Hit ist. Ich hoffe es. Mega, mega slow. Es ist schneller als macht Donnerwelle. Ja, okay. What the fuck? Das kann ich nicht gebrauchen. Okay, der Eisstrahl geht aber durch. Kein One-Hit. What am I gonna do now? Kann der was machen, was mich killt? Was ist denn das Dragonier? Das kann Drachenpuls. So viel kann ich dir schon mal sagen. Ich hab generell das Gefühl, dass die alle Drachenpuls können. Das Drachenpuls vom Gyarados gerade eben hat wenig Schaden gemacht. Aber es ist natürlich auch kein Step. Ja. Ich will aber nicht jetzt schon meinen zweiten Trank verbrauchen, auch wenn jemand, der paralysiert ist. Mhm. Weißt du? Na, wie gesagt, wenn du so sterben lassen musst, dann ist das fein. Ich würde halt jetzt nicht empfehlen. Okay, jetzt kommt der Drachenpuls. Swap zu machen. Bitte tank ihn. Tankt ihn, setzt Eisstrahl ein, Dragonier ist weg, das ist gut. Der war nochmal mit ihm verbunden? Naja, Bautzen. So. Die Zunge lebt jetzt noch mit 17. Jetzt kommt das Sedra King. Tja, also für Sedra King hast du aber einen Plan gehabt, oder nicht? Also. Naja, geht so. Also ich hab nicht wirklich für Sachen einen Plan. Ich dachte, den Pagato wieder Plan. Ja, yeah, der kommt jetzt halt rein. Da kommt die Hydropumpe, die wirst du ja wohl locker wegstecken. Okay. 36 Damage sind das immer noch. 36. Drachenklaue. Er setzt Rauchwolke ein. Warum kann das vom Arenaleiter das Sedra King
Ja, erste Drachenklaue daneben. Rauchwolke. Und der Drachenpuls. Der sollte eigentlich... Macht viel Schaden. Macht viel, viel Schaden. Da kommt die Drachenklaue. Das muss jetzt eigentlich... Es ist Half-Life und dann kommt die Zitrobeere. Und das Impagado ist auf 39 Leben. Fuck my life. Ganz ehrlich. Das ist nicht gut. Ich hab noch ein Heil-Item, aber der Drachenpuls... Der Drachenpuls hat halt gerade... irgendwas um die 50 Damage gemacht. Das hat aber auch nicht so viel Leben. Und es ist auch schneller als ich. Er hat 127 Leben. Das nicht so wenig. Auch. Ja, also entweder swap ich oder ich benutze das letzte Heil-Item. No. Das Ding ist halt, ich habe jetzt hier eine Zunge, paralysiert 17. 17 Leben, Rumella 27 Leben. Ernst, Evolve plus Robben. Und Robben ist auch, hat auch schon eine Drachenwut abgekriegt. Boah, das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, ich gehe auf den Pott und hoffe, dass er choked. Dich nochmal mit Rauchwolke anstößt oder was? Oder, also ich hatte auch einmal das Hydropumpe daneben gegangen. Na, das Ding ist halt, ich habe halt die Rauchwolke schon abgekriegt, es hat schon eine Drachenklaue gemisst, weißt du? Na gut, das war dann aber auch unlucky. Ich glaube, Rauchwolke macht irgendwie 10% weg, Drachenklaue ist 100%. So, und jetzt kannst du dir halt mal überlegen. Ja gut, der wäre nicht weg, aber Er wäre jetzt halt auf, weiß ich nicht, 20% oder so. Wenn die zweite Drachenklaue gehittet hätte. Ja. Fuck! Und ich will eigentlich nicht rein swappen. Mhm. Weißt du? Ja. Ja, wie gesagt, das ist schwierig. So oder so ausgehen. Das hat mich auch nochmal die Möglichkeit, Dings ziehen, Zeugs zu opfern im Zweifel. Für einen guten Swap. Ja, ich überlege gerade, ich könnte halt die Zunge, also die Zunge macht halt nichts mehr in dem Fight. Definitiv nicht. Ich könnte die Zunge opfern, ernst rennen, swappen und auf Nahkampf gehen. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das reicht, ne? Damage-wise. Und wenn es nicht reicht, bin ich halt RIP. Ja. Ich hab nicht mal ein Heal-Item benutzt. Was? Für den Kampf nicht mal ein Heal-Item benutzt. Ja, wie gesagt, der Lead mit dem Garados hat mich halt ein bisschen off guard gecatcht. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass er mit einem Dragonier leadet. Das hätte ich mir auch ein bisschen besser überlegen können. Ich hätte halt auch was nehmen können, was mit beiden klarkommt, so. Ja. Nicht so klug. Aber wenn die Drachenklaue den nicht gewonnen hat, wird den Nahkampf auch nicht one-hitten. Wahrscheinlich nicht. Pass auf. Beinahe ein Plan. Was ähnliches. Beinahe ein Plan. Ich gehe jetzt auf letztes Heil-Item. Mhm. Auf Beißer. Die scheiß Rauchwolke. Wenn ich halt securen kann, dass die Drachenklaue trifft, ne? Dann ist alles 10% gut. 10% Chance, dass sie nicht. Und 90%, dass sie nicht dran. Und 90%, dass sie dran. Ja, ich mach das.
trotzdem. Ja. Kommt der Drachenpuls. Damn it. So, der geht von 127 auf 79. Mal ausrechnen, wie viel Schaden das ist. Klauer. Kommt nochmal der Drachenpuls. Bitte ist das kein Roll-Thing. Okay, er hat noch 31. Die Drachenklaue trifft. Volltreffer, komm schon. Yes! Ernsthaft? Ja. Oh mein Gott. So. Muss noch mit einem Dragonier fertig werden. Wenn ich jetzt darauf setze, dass ich das Dragonier one-hitte mit Eiszaun. Drachenklaue. Achso, ja stimmt. Eigentlich müsste es so schnell sein, oder? Glaube ich halt auch. Die Rauchwolke macht mir ein bisschen Angst. Weil ich will halt eigentlich das Imperator behalten. Aber es ist egal, das ist das richtige Play. Ich weiß es auch. Ich bin schneller als trifft. Bitte. Bitte. Yes! Oh, puh. Wir haben diesen Fight wirklich geschafft, ohne Verluste, Alter. Woo! Spieler besiegt, Alter. Christian, dass wir verloren haben. Ich will das einfach nicht glauben. Das muss ein Irrtum sein. Kein Irrtum. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Schiss hatte. Oh, ich hab auch richtig schwitzige Hände. Holy shit. Das akzeptiere ich nicht. Ich mag verloren haben, aber jemand mit deiner Einstellung ist in der Pokémon-Liga so gut wie verloren. Weiß, auf der Rückseite dieser Arena liegt ein Ort, der die Drachenhöhle genannt wird. In ihrer Mitte steht ein kleiner Schrein. Begib dich dorthin. Wenn sich dort herausstellen sollte, dass du deine faulen Ideale aufgegeben hast, werde auch ich dich als einen Trainer ansehen, der würdig ist, den Ort zu erhalten. Was? Die faulen Ideale. Ja, ich hab dich besiegt! Gib mir den verkackten Orden! Okay, wir gehen raus, ja? Ja. Ich bin schon aus Länder draußen. Kommen auch keine Trigger und nix. Du warst schon zum Pokécenter gelaufen. Ja. Wo ich gar nicht gerade genau sicher bin, ob ich schon drin war oder ob ich einfach nur noch. Doch, ich war anscheinend schon drin. Ich hab einfach nur noch zugehört. Jesus Christ. Das fucking Garandos, Alter. Das hat mich so viel gekostet. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe Angst vor dem Garandos, weil ich dagegen nichts hab. Also, Garandos war wirklich das, was am wenigsten scary war. Ja, für dich, wenn du schon einen Elektro-Attacker hast. Ja, mehrere. Und ein Raichu-Team hatte ich sogar noch gehabt. Ja, Elektrik und Raichu, ne? Nee. Lokchan und Raichu und Lantern. Und Lantern, stimmt, Lantern hat auch mal mit Witz attackiert. Lantern hat gute Arbeit gemacht. Ei hat mal wieder 1000 Jahre lang gecarried, holy shit. Ruheort war komplett richtig, dem Ei zu geben. Ist auch der Grund, warum ich kein Highlighting benutzt habe, weil ich irgendwie 4 oder 5 Mal Ruheort gedrückt habe. Okay. Ja, bei mir, wie gesagt, Rom hat er nichts gemacht, weil das Garados zuerst kam, war nicht vorgesehen. Die Zunge hat einiges gemacht, bis sie paralysiert war. Tut mir auch leid, dass ich dich opfern wollte. Und Beißer hat natürlich auch extrem viel gemacht. Ja, ja gut. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Richtig, die Folge ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.